Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. Wir spielen Ultra Rapid Fire. Das bedeutet, dass die Mana-Regeneration erhöht ist. Dass wir öfters die Attacken machen können. Das heißt, der Darius macht jetzt... also der Cooldown ist einfach viel geringer als sonst, ja. Ihr habt gerade gesehen, die Q. Wir haben gar keinen Mana-Verbrauch, okay. Dann ist das so. Das habe ich vergessen, weil das mein erstes Game jetzt nach... Wie lange nach... Könnte... Ja, könnte ein, zwei Monate schon sein. Okay, ich sollte dem nicht den Farm stehlen. So. Und ich finde diese Combo mit Darius und Sona ziemlich geil. Weil Sona die ganze Zeit zurückhält und Darius einfach seine Attacken macht. Und ja, ich wollte jetzt mal ein paar League of Legends Videos bringen, weil ich wusste gerade nicht, was ich aufnehmen sollte. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal League of Legends. Boah, okay, Supporter ist echt OP. Mit den ganzen Healen und alles. Ah, das ist halt das Besondere an Ultra Rapid Fire. Dass man die ganze Zeit irgendwie seine Tasten drückt. Und einfach nicht darauf achtet, wer jetzt da ist, wie viel Leben der noch hat. Sondern einfach die ganze Zeit seine Tasten drückt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier unten auch gewinnen werden, weil der Heimerdinger ist ziemlich low. Der, oh Gott, ich bin so dumm, ne? Der Heimerdinger ist ziemlich low und, boah, Alter, da musste ich mich mal eben konzentrieren. Sehr gut. Und, ja. Und der Xin-Zhao, der springt einfach immer rein. So. Was ich jetzt sagen wollte, wieso ich dumm bin, ist einmal, weil ich mir Mana-Pots gekauft habe. Und zweitens, weil ich mir noch Heal-Pots gekauft habe. Die Heal-Pots könnten mir ein bisschen was bringen, aber die Mana-Pots sind einfach nur unnötig verschwindendes Geld. Und das ist dann ein bisschen ärgerlich. Ich bin mal gespannt, wie hoch die Abklingzeit von dem Teleportation ist. Weil ich weiß noch, als wir es damals gespielt haben, also ich, war die ziemlich gering. Ich weiß nicht, 20 Sekunden, weiß ich nicht. 60 Sekunden. Ja, könnten auch 60 sein. Auf jeden Fall nicht viele. Naja, jetzt musste ich mich mal eben wieder konzentrieren. Nein, komm schon, bitte, 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 bitte. Jawohl, nice. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Boah, Alter. Junge, Junge, Junge. Da kann ich meinen ersten Heal-Pot schon verwenden. Um mich weiter aufzuleveln. So. So, was ich hier noch öfters verwenden kann, ist mein Warding-Item.
Und wir können einfach die Gegner ein bisschen piesacken, indem ich die ganze Zeit meine Kuh drauf feuer. Deswegen werde ich meine Kuh auch etwas aufleveln. Und werde einfach versuchen, dass der Darius farmen kann und ich hier ein bisschen einfach nur drauf feuern kann. Dass ich einfach weiter mein Geld verdiene, indem ich das Item hier habe. Und ich halt die ganze Zeit die Gegner pisacken kann. Ich weiß auch nicht, was das K unten bei der Helfleiste soll. Das verstehe ich momentan nicht. Könnte am Update liegen, keine Ahnung, irgendein Bug oder was weiß ich was. So, da haben wir eben noch die Ulti drauf gemacht und somit den Sinsau noch gekillt. Und ich hoffe, man hört nicht meine Mausklicks. Ich werde die vielleicht ein bisschen runterregeln. Weil, ja, die Maus ist ein bisschen laut. Und demzufolge könnte man die echt hören. Oh, jetzt bin ich gestorben, okay. Egal, ich kann einkaufen. Einkaufen ist wichtig. Bla bla bla. Brauche ich nicht, ja? Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Dann bräuchte ich vielleicht noch eben irgendein. Wo ist es? Da, Fähigkeitsstärke. Das da brauche ich, weil ich will darauf hinaus. Und ich brauche natürlich auch Lauftempo. Stiefel, das da. Gut. So. Warte, dann könnte ich mal eben die hier noch verkaufen. Weil die brauche ich echt nun mal nicht. Und werde jetzt sofort wieder hier hin tippen. Und werde gucken, dass wir hier mal ein bisschen Stress machen. Ja. So. Und werde vielleicht ein bisschen tanky gehen, ich weiß noch nicht. So. Und immer wieder die Kuh drauf feuern, denn das macht Spaß. Und wir lernen ja dadurch. Ich muss mal eben warden, ich muss dem mal eben helfen. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Junge, Junge, Junge. Das war beinahe mein Ende. Mal eben nochmal das Warding-Item hier setzen. Hier setzen. Und hier setzen. So. Das hier war jetzt eigentlich unnötig. Aber was soll man schon machen? Jetzt habe ich erst bemerkt, dass ich meine Ulti extrem oft machen kann. Und wir werden hier einfach weiterfarmen. Eben gucken, die da oben, die packt das nicht. Okay. So. Dann werde ich mal eben nach da oben tippen. Und werde der mal eben
mal eben helfen. Und mal eben wieder hochheilen. Denn das macht ein Supporter nun mal. So. Und jetzt muss der nämlich mal eben ganz anders reagieren. So. Den haben wir dann auch mal eben ausgeschaltet. Und die machen wir auch mal eben. So. Oh, nein. Ich dachte, er wäre gestorben. Schade, schade, schade. So, hier mal eben Warden. Denn Warden ist wichtig. Ich glaube, mit dem Update haben die gemacht, dass die Gesundheitszahlen in 1000 angezeigt wird. Und deswegen kann man jetzt auch die Heals und alles und die Damage und alles viel besser definieren und... Okay, nicht definieren, sondern berechnen, sagen wir mal. Und da gibt es dann nicht so Kommazahlen und keine Ahnung was. Einfach die ganze Zeit W drücken, ja? So. Dann weiter die W-Skillen. Ich will jetzt mal gleich eben wieder back. So, 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 so. Jetzt will ich mal eben wieder back. Um weiter einzukaufen, ja. Denn das ist wichtig und macht Spaß und freut einfach jeden. So, der Push da oben. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, ja. So. Ich möchte gerne mehr Fähigkeitsstärke. Was kaufe ich mir da? Ich habe ja gesagt, ich gehe ein bisschen tanky. Also kaufe ich mir jetzt die. So. Jetzt tippe ich mich da oben hin. Und werde den Tower mal eben zerstören. So, wenn man die Ulti macht, kann Katharina nicht mehr agieren und sie ist gelähmt und ich habe gewonnen. Das ist das Ergebnis, ich habe einfach gewonnen. Und das ist gut so. So, den haben wir jetzt wieder getötet. Dann healen wir mal eben die ganze Gruppe weiter. Ja, genau im richtigen Moment haben wir es gemacht. Sehr gut. So. Weiter healen, weiter healen, weiter healen. Und getötet. Sehr gut. Er hat den getötet, du hast den getötet. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, da konnte ich auch jetzt nichts mehr machen. Dann nicht, ja, dann nicht. Ich fahr mal weiter, ne?
So. Ah, hier in Earth gibt's gar kein Baron und Dingsbums und Dragon, weil das natürlich ein bisschen OP wäre und ich glaube, die könnten das auch nicht handeln. Weil man dann wahrscheinlich direkt mit Level 3 oder so mit Sona den scheiß Baron machen kann. Weil man natürlich direkt den Baron machen kann, ja. Na, shit. Verpasst. Egal. Egal, ja, egal. Nein. Scheiße, Alter. Ich wollte ihn doch so gerne haben. So. Jetzt machen die Minions den Rest, ja? So, weiter, weiter, weiter. Wir haben es gleich. Aua, das hat weh. Okay. Ich komme jetzt irgendwie vor wie in Diablo, weil jetzt die ganze Zeit irgendwie so kleine, richtig lange Zahlen aufploppen. Das haben die nicht gut gemacht, finde ich. Ja, okay. Bei Diablo hat es mich auch nicht gestört, da war es eher geil. Aber ich weiß nicht, jetzt ist das voll verwirrend. Jetzt kann man nicht eben sagen, ja, ich habe 20 Damage oder so gemacht. Nein, 20.000 Damage, Alter. Was, wenn ich jetzt hier 2000 Damage mache? Also 200... Nee, 2 Millionen Damage, Alter. Was kommt da für eine Zahl? So eine Zahl dann. Alter, Junge. Sowas gehört nicht in LOL. Okay, okay. Ja, dann kaufe ich mir noch das. So. Dann werden wir hier mal eben warnen. Weil die kommen jetzt wahrscheinlich. Da sind sie auch schon. Aua, aua, aua. So. Die pushen gerade unsere Mitte durch. Das ist nicht schlecht. Ja, instant tot. Das ist auch nicht schlecht. So. Wir müssen vor denen einfach da sein und auch den zu Ende bringen. So. Gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.